You're about to watch Honish Wave, the totally legal and advertiser-friendly ugly little brother of Germany's most banned podcast in history. Listen to the OG Podcast live, Sunday, 6 p.m. Standard European. Ja, das ist ungefähr der Schlachtplan. Wir haben auch einige Einspieler und wir haben einen tollen Gast, der sich schon lange gewünscht wurde. Und damit willkommen an Charlotte Corday. Guten Abend. Schön, dass ich hier bin. Schöne musikalische Untermalung, Kasper. Hast du es verstanden, ja? Ich habe es verstanden. Okay. Okay, also ich war mir nicht sicher. Ja, ich habe dir vorhin geschrieben, das wird ein Gag, den 100% aller männlichen Zuschauer verstehen werden. Bei dir war ich mir nicht sicher. Ja, erstmal herzlich willkommen, Charlotte. Vielen Dank. Ich dachte, jetzt kommt die Rettichfrage. Dann kommen wir zu Mailand und dem Tarusch, der sich da auf dem Domplatz ereignet hat, vor dem Mailänder Dom. Ich lese erstmal einen kleinen Auszug aus der Jungen Freiheit vor. Mailand, die Mailänder Polizei hat Ermittlungen wegen mehrerer Fälle sexueller Übergriffe durch ausländischstämmige junge Männer in der Silvesternacht aufgenommen. Nachdem zunächst eine 19 Jahre junge Frau Anzeige erstattet hatte, weil sie auf dem Domvorplatz von einer Gruppe Ausländer umringt und belästigt worden war, sind nun weitere ähnliche Vorfälle bekannt geworden, berichten italienische Medien. Videos zeigen verängstigte und hilferufende junge Frauen inmitten von Ausländergruppen. Die Frauen stehen weinend an einem Absperrgitter, während sie von den Männern bedrängt werden. Eine andere Szene zeigt die 19-Jährige, die einen Ausweg aus dem Getümmel zu finden sucht. Laut dem Corriere della Sera geht sie allerdings kurz darauf zu Boden, ehe schließlich die Polizei eingreift und die Frau abschirmt. In einem Video ist zu hören, wie ein Mann ruft: "Nein, nein, nein, das ist ein Mädchen." Ich habe davon auch ein Video, es gibt mehrere Videos davon, aber ich finde, auf dem sieht man das Geschehen am besten und das würde ich an der Stelle kurz einspielen. Also interessant an dem Fall ist zum einen, wir sehen hier, das Ganze fällt wieder in dieses Taharush-Schema. Das Wort ist ja auch bekannt geworden, damals nach der Silvesternacht in Köln. Und ein Domvorplatz als Tatort sowie die Silvesternacht als Tatzeitpunkt. Ne? Da kann man natürlich irgendwie die Spekulation anstellen, ob das Ganze ja eine Art Hommage gewesen sein sollte an das, was damals in Köln passiert ist. Also auch ein Domvorplatz, auch Silvester, ne? Selbes Täterklientel natürlich. Ja, es hat ein symbolisches Bild, ist das. Aber das sind echt, also wenn ich mir das, also mir wird es richtig schlecht, wenn ich sowas sehe. Das sind richtig Tiere. Und ich frage mich echt, was machst du da als Frau? Also ich habe 2 Jahre Krav Maga gemacht, aber selbst wenn du da irgendwie jemanden ins Gesicht schlägst, das wird dir ja nichts nützen, wenn du da umringt bist von so vielen. Kann dir sagen, was die Frauen tatsächlich machen. Also nicht, was sie machen sollten, aber was sie machen. Das hat mir ein gutes Jahr nach Köln hat mir das ein Polizist aus Stuttgart erzählt. Und was die Frauen machen ist, sie sind einfach nicht mehr auf diesen Plätzen. Also deswegen haben wir auch so Fotos gesehen, wie dieses Jahr aus Düsseldorf, wo auf den Fotos bestenfalls jeder 20. als nicht offensichtlicher Migrant aus Nahost zu erkennen war. Wir haben Videos, die wir gar nicht gezeigt haben, aus Hamburg. Das kursierte letzte Woche so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr davon bekommen habt. Da war am, wie heißt denn das? Neuer Wall oder sowas? Neuer Wall, kann das sein? Ist, glaube ich, der Kudamm Hamburgs. Da ist Silvester im großen Stil gefeiert worden, obwohl, glaube ich,
Versammlung in der Form hätten, glaube ich, gar nicht stattfinden dürfen. Naja, jedenfalls wurden da die Polizisten irgendwie nicht bedrängt, aber die haben da irgendwie einen Rückzug gemacht unter Gegröll von erneut. Ich habe keine genauen Zahlen, aber 95% waren dort nicht Deutsche. Mhm. Ne? Und der Frauenanteil, der ist wahnsinnig gering, wenn sie nicht da sowieso im Arm von irgendeiner dieser Personen, also sprich, die sind ja dann sicher, ne? Wenn du da mit deinem Freund bist, mit deinem arabischen Freund, hast du nichts zu befürchten. Also, warum ich das gerade erzähle nochmal, das, was Frauen halt machen, ist, sie gehen an Silvester nicht mehr auf die Straße, ganz einfach. Und ich nehme an, wenn du da eine Volkszählung gemacht hättest, letztes Jahr in Mailand, und machst das dann nächstes Jahr erneut, da wird der Anteil der italienischen Frauen signifikant gesunken sein. Die werden jetzt ihre Lektion gelernt haben, spätestens, weil sie aus den Medien bekommen, was da so abgeht. Ne? Ja, diese Parallele zu Köln hat auch der Sicherheitsminister der Lombardei gesehen. Der hat gesagt, diese sehr schwerwiegenden Vorfälle wecken Erinnerungen an die Vorfälle in der Silvesternacht 2015 in Köln und anderen deutschen Städten, als Gruppen junger Ausländer Dutzende von Mädchen und Frauen angriffen, die sich auf den Plätzen und in den Clubs zum Feiern aufhielten, sagte der Staatsminister für Sicherheit der Region Lombardei, Riccardo De Corato, Fratelli d'Italia. Er wirft dem Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala, Grüne, vor, sich auch eine Woche nach den Vorfällen bislang nicht dazu geäußert zu haben, ein ohrenbetäubendes Schweigen angesichts der Aggression gegen drei junge Frauen. Das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis das die Runde gemacht hat. Ne? Ich meine, deswegen reden wir jetzt ja erst darüber. Silvester war ja schon vor der letzten Folge. Da hat das medial auf jeden Fall noch nicht die Runde gemacht. So war das ja auch damals in Köln. Das hat ja, ich glaube, sogar noch länger, anderthalb Wochen, zwei Wochen oder so gedauert, bis das wirklich rauskam. Ich will auch nochmal betonen, bei Köln vergisst man häufig, ein Jahr später gab es dann mehr als doppelt so viele Leute aus demselben Milieu, die sich wieder da versammelt hatten und dann auf rassistische Racial Profiling Art und Weise von einer riesigen Polizeitruppe, ich glaube, wir reden über mehr als 1000 Polizisten, davon abgehalten wurden, das Ganze wiederzumachen. Also da gab es schon den Versuch, das zu einer jährlichen Sache zu machen. Und ja, in Mailand scheint das jetzt in einem kleineren Ausmaß gelungen zu sein. Genau, es gibt eine Zeugenaussage von einer Deutschen, die da vor Ort war und Opfer wurde. Opfer, ich hatte 15 Hände an mir. Wir haben versucht, sie wegzuschieben. Mein Freund hat sie geschlagen und geschlagen, aber sie haben gelacht und uns weiter belästigt. Ich hatte 15 Hände an mir, zitiert die Corriere della Sera, eine 20-jährige Deutsche, die einfach nur ein wenig feiern wollte. Die Polizei hat uns gesehen und nichts getan. Wir weinten und schrien um Hilfe, aber niemand half uns. Wir hatten 30 Leute um uns herum, die uns überall berührten. So die Frau weiter. Ihre Freundin leide seither an Schlafstörung. 10 Minuten dauerte der Abwehrkampf der beiden 20-jährigen Touristinnen. Da geht es um zwei Deutsche gegen die männliche Horde. Dann gelang es ihnen zu entkommen. Eine von ihnen berichtete Tage später der italienischen Nachrichtenagentur ANSA über den Vorfall. Die sprachen alle Arabisch und schubsten uns. Einmal ging ich zu Boden. Ständig betatschten sie uns und die Polizei schaute zu und tat nichts. Videobilder zeigen allerdings, dass am Ende Polizisten in Krawallmontur eingriffen. Die beiden Frauen haben inzwischen in Deutschland Anzeige erstattet bei der Polizei in Mannheim. Also auch Deutsche waren da unter den Opfern. Und wie gesagt, ist genau dasselbe Schema halt. Tahar Rusch, das Vergewaltigungsspiel. Wir gehen in Gruppen vor und machen so eine Art Treibjagd da. Wieder vor einem Dom, wieder in der Silvesternacht. Insgesamt haben sich bislang 5 Frauen bei der Polizei gemeldet, die alle in dieser Nacht und um den Dom da herum bedrängt und betatscht und zum Teil auch bestohlen wurden. Die Ausmaße sind natürlich wesentlich kleiner. Die Dunkelziffer wird da natürlich noch wesentlich höher sein. Vor allem, ich meine, wie viele Verurteilungen hatten wir? 3 oder so? Nach einer Tätergruppe von 1000? Ja, irgendwie sowas in der Art. Es waren quasi 0. Also, wenn man ein bisschen rundet, waren es 0. Ja. Also, im Endeffekt verschwendest du deine Zeit, wenn du zur Polizei gehst. Also, das hat auf jeden Fall, das war das Signal, was damals von Köln gesendet wurde. Die Täter, wenn sie gern geschnappt werden, kriegen wahrscheinlich auch nur einen Klaps auf die Finger. Ja, dann würde ich jetzt nochmal das mediale Fass kurz aufmachen bei der Gelegenheit. Ich möchte mal wieder daran erinnern, dass von Chemnitz, wo nachgewiesenermaßen nichts passiert ist bei den Demonstrationen, wann war das, 2018 oder 2017, eins von beiden, wurde bis nach New York berichtet. In der New York Times gab es einen Artikel, könnt ihr übrigens googeln, also wenn ihr New York Times eingebt, Chemnitz, dann kommt genau dieser Treffer, obwohl dort nachweislich nichts passiert ist. Und um jetzt zu erfahren, was da an Silvester in Italien vorgefallen ist, übrigens New York Times auf Deutsch übersetzt wäre die FAZ, ja. Um jetzt zu erfahren, was da in Italien passiert ist an Silvester, aus den deutschen Medien, muss halt Schlomo bei der Jungfreiheit vorbeischauen. Ich mach gleich die Probe, sobald wir nochmal raus sind, oder weißt du schon, Schlomo, dass da... Ja, ich bin notiert, wer darüber berichtet hat. Berichtet hat die Krone, die Junge Freiheit, RND, NZZ und Express. Das waren alle. Ja. RND, das einzige halbwegs Mainstream-Medium. Welches Express? Das mit Doppel-X oder das mit einem X? Das österreichische. Ja, also ein österreichisches Blatt, ein Schweizer Blatt und Krone ebenfalls österreichisch.
Und was war das noch? Ein deutsches hat es, glaube ich, noch. Ja, Junge Freiheit und RND. Ja. Und halt ne, alles, und in unserem Medienspektrum alles böse rechte Schwurbelmedien bis auf RND. Ja, und das zeigt euch letztendlich, was hier das eigentliche Problem ist. Ne, vor dem wir hier politisch und gesellschaftlich und so weiter stehen. Es sind halt die Medien, es ist halt die Arbeit der Medien. Ja, das wollte ich nochmal loswerden. Ja, und damit auch willkommen an meinen Co-Host Kasper. Es gab gerade einen Superchat. Stimme, das haben wir ganz vergessen. Siehst du, danke. Ja, danke. Danke an den Superchat. Wer war denn das, Schlomo? Bei wem muss ich mich da bedanken? Heder-Chromosom. Danke, danke. Vielen Dank, Heder-Chromosom. Jetzt fühle ich mich endlich angekommen hier. Ja, und angenommen. Dankeschön. Ich esse gerne Fisch, Lachsfisch und Spinat und Fisch, andere Fisch, vegetarische Gerichte. Fun Gollum hat gesprochen. Fun Fact zu dem Ding übrigens. Ich dachte vorher, das wäre irgendwie aus so einem, keine Ahnung, 3-Stunden-Interview so ein Gehirnfurz von Lauterbach. Nee, nee, das war ein TikTok-Video, veröffentlicht von der SPD. Und das war das Gesamte, was ihr da das hört. Das ist nicht dein Ernst. Doch, doch, doch. Das ist nicht dein Ernst. Ja, ja, das war irgendwie lauter, so ein Format, Lauterbach beantwortet Fragen und da gibt es irgendwie so 5 kleine Videos, die alle so diese Länge haben. Und das war halt die Frage nach dem Lieblingsessen. Und dieser kleine Schnipsel ist das gesamte Ding, was sie selber hochgeladen haben. Meint ihr eigentlich, Lauterbach ist ein intelligenter Mensch? Also da hatte ich nämlich letztens eine Diskussion mit jemandem drüber, weil ich weiß nicht, ich sehe diese ganzen Führungspersönlichkeiten in Anführungszeichen an und denke mir, das sind Marionetten, das sind dumme Menschen. Oder ist Lauterbach vielleicht so autistisch intelligent? Wenn ich einen IQ-Test mit dem mache, also eine 120, denke ich, wird er schon erreichen. Ja, und dann sagt er sowas? Der ist halt, der ist halt durch, ne? Naja, die sind halt einfach, ich meine, es ist halt einfach dieses Verlogene und halt dieses Draufscheißen. Also, ja, ich quatsche blödes Zeug, ja, ihr habt mich eigentlich wegen dem und dem und dem Thema in den Eiern, ja, da und da habe ich nachweislich den übelsten Blödsinn erzählt und so weiter, aber halt einfach drauf scheißen. Letztendlich ist dieser Mann politisch äußerst clever, ne? Weil es passiert doch nichts. Also, du, meine, wie wir das damals hatten mit Trump, ja, großes Medienecho, um Gottes Willen, wie kann er nur? Ja, wenn er jetzt auf der Fifth Avenue war, glaube ich, jemand umschießt, dann hat er auch keine Probleme. Das war so ungefähr seine Aussage, ja. I could kill someone on Fifth Avenue oder so. Mhm. Nothing would happen. Ich weiß nicht ganz genau, ja. Also provokativ die Aussage, ich bin unantastbar, quasi. Ne? Und ein Lauterbach ist das nachweislich. Also du müsstest mir jetzt mal sagen, Charlotte, außer sich jetzt sexuell einen übelsten Fehlgriff leisten, was könnte ein Lauterbach machen, damit der morgen sein Job los wäre? Ich meine, wir haben aktuell eine Bürgermeisterin in der Corona-technisch in die andere Richtung gehen, dann wäre er sofort weg vom Fenster. Aber das ist solange klar, du darfst nicht vom Narrativ abweichen, um Gottes Willen. Das ist natürlich völlig klar. Mhm. Aber solange du auf Linie bist. Ja, wir haben aktuell in Berliner Bürgermeisterin, Frau Giffey oder Giffey, ich weiß das bis heute nicht ganz genau, die hat ihre, nicht Masterarbeit, ihre Doktorarbeit, die war herbeifantasiert. Da war keine Doktorarbeit, das war Blödsinn. Ja, und danach, nachdem das Ganze öffentlich wird, und die FU zum 5. Mal prüfen, dann beim 5. Mal sagt, ja, okay, alles klar, das war ein Haufen Scheiße. Jetzt, wo wir das 5. Mal rübergeguckt haben, erkennen wir an, das war ein Haufen Scheiße. Ja, amtiert die hier als Bürgermeisterin und ja, wird gewählt und ist Bürger. Also, die Leute, solange du auf Linie bist, was das mediale Narrativ betrifft, bist du quasi unantastbar. Ja, es bräuchte so ein Abwahlsystem. Wahrscheinlich. Ja. Also es verwundert mich auch, dass diese Leute offensichtlich kein Ehrgefühl haben. Also ich würde mich in Grund und Boden schämen, wenn sowas rauskommen würde. Also ich hätte überhaupt gar keine Lust mehr auf Öffentlichkeit. Also nach diesem, wenn man es so nennen will, Opportunismus-Gen oder dieser Grundeinstellung sind sie ja vorselektiert, ne? Weil diese Leute sich da durchsetzen. Ja. Wenn du für irgendwas stehst und das bedeutet ja auch, du stellst dich immer mal wieder quer in deiner Karriere, dann wirst du wahrscheinlich nicht so hoch aufsteigen. Das stimmt natürlich, ja. Wo du gerade Giffey angesprochen hast, Kasper, da habe ich noch das Ding, was du mir neulich geschickt hast, weil ich es ganz lustig fand, von RBB24. Hier wurde nämlich mal Franziska Giffey gefact-checkt und sie schreiben, regierende Bürgermeisterin Franziska #Giffey sieht besonders bei den Communities mit Migrationshintergrund eine hohe Impfskepsis, ohne dies belegen zu können. Wahnsinn, oder? Dass ich das noch erleben darf. Dass jemand, der grundsätzlich auf Kurs des Narrativs unterwegs ist, dass dem tatsächlich irgendwas unterstellt wird mit der Anmerkung ohne Belege. Ja, was die dümmste, das ist die dümmste Aussage, die es überhaupt nur gibt, erzählt irgendwas ohne Belege. Wir haben dazu
tausend Belege. Wir haben hier euch schon einiges präsentiert. Witzigerweise, selbst was die Impfskepsis betrifft, in der vorvorletzten Folge, diesen Einspieler, den wir hatten, ich bin mir ziemlich sicher, das war öffentlich-rechtliche. Ja, wo der Arzt sich äußert und du teilweise auch die Patienten da hörst. Natürlich ist die Kommunikation schwierig, bla 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 bla. Also es gibt dafür gute Gründe, ne, aber ohne Belege. Ist schön, dass du das jetzt anbringst, Stummo, weil du warst der, der gerade gesagt hatte, nein, du darfst halt den Narrativ nicht widersprechen. Und das hat sie gerade getan. Ja, und darum gibt es jetzt eine Headline ohne Belege. Wie es ja auch der Fall war mit der Geschichte, als es darum ging, dass viel mehr Migranten auf der Intensivstation sind. Da wurde das Narrativ dann irgendwann angepasst, als man das nicht mehr unterm Deckel halten konnte, weil halt immer mehr Chefärzte aus Lungenkliniken und so weiter kamen und genau dasselbe Bild geschildert haben. Und irgendwann hatten wir dann sogar Zahlen, zum Beispiel aus Köln, wo irgendwie, ich habe 70% waren das da, der Intensivpatienten in Köln haben Migrationshintergrund, was natürlich viel höher ist als der allgemeine Anteil mit Migrationshintergrund in der Kölner Bevölkerung. Da hat man das dann irgendwann gekippt zu wegen dem Rassismus und sozioökonomische Umstände. Das ist ja das Zauberwort, mit dem man immer alles schönreden kann. Ne? Mhm. Also quasi die weitere Gesellschaft ist schuld. Ja, aber die weitere Gesellschaft ist schuld. Es kann auf keinen Fall sein, dass die riesigen Personenverbände, in denen große Teile der Migranten leben, Großfamilien etc. damit was zu tun haben. Es kann auch natürlich überhaupt nicht sein, dass sie einfach drauf kacken, auf die Richtlinien, auf Beschränkungen. Ich denke, das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Und das verübel ich denen ja nicht mal, aber das ist natürlich ein Punkt und ich vermute der wichtigste überhaupt. Ihnen ist das einfach scheißegal. Ja, klar. Ich meine, ich kacke auch drauf, ne? Das ist das Letzte, was ich gegen die habe. Aber die sollen immerhin ehrlich damit sein. Wenn sie das große Feindbild der Corona-Leugner hier aufbauen, dann sollen sie auch ehrlich damit sein, wer dem am meisten entspricht. Ja, aber Ehrlichkeit und Journalismus passt ja seit Jahren nicht mehr zusammen. Das ist ja leider so. Alles klar, dann kommen wir zu den Doppelstandards und da starte ich mal mit der Huffington Post, die im Oktober 2017 getitelt hat, You are getting sleepy, also du wirst langsam schläfrig. How Trump's hissing hypnotism worked. Wie Trumps, was heißt hissing? Hypnose, auf jeden Fall, Trump hat alle hypnotisiert. Eigentlich, ist hissing nicht eigentlich fauchen? Also Katzen hissen doch. Mhm, also das hier ist, glaube ich, das wäre auf Englisch hissing, aber ich weiß nicht ganz genau, was das jetzt bedeutet in dem Kontext. Das habe ich bei Trump jetzt weniger in Erinnerung. So einfach in dieser Town Hall-Debatte oder so, ne, geht er einfach nah an Clinton ran, also auf jeden Fall zitieren sie da Scott Adams, das war ein Typ, der ziemlich früh gecallt hat, dass Trump die Wahl gewinnen würde. Und der hat davon gesprochen, dass Trump Massenhypnose praktizieren würde. Und das wird hier als seriöse Aussage halt einfach aufgenommen. He's practicing mass hypnosis. Und jetzt haben wir einen neuen Beitrag vom 8.1., also von gestern, ebenfalls von der Huffington Post. Und da schreiben sie, an unfounded mass psychosis theory is being used to dismiss COVID precautions. Also eine unbegründete, wieder mal unbelegt, eine unbegründete Massenpsychose-Theorie wird verwendet, um die COVID-Beschränkungen zu diskreditieren. Alter. Das ist so ein krasser Sauhaufen. Ich meine, es ist so, manche machen es so offensichtlich. Ne? Man muss man aber zusagen, dass die Huffington Post ist, glaube ich, das gleiche wie BuzzFeed. Ne? Das ist so ein richtiger Idiotenfall. Ich glaube, es ist noch etwas seriöser in dem Sinne, dass nicht die Hälfte von dem, was sie machen, irgendwie lustige Sachen mit Wassermelonen oder so sind. Mhm, aber vom Ton her ja, ungefähr. So deren Wahnsinn. Frankfurter Rundschau, könnte man sagen. Ah ja, okay. Ja, auf jeden Fall beziehen sie sich da auf den Robert Malone, der bei Joe Rogan zu Gast war und da von Massenpsychose gesprochen hat, in Zusammenhang mit dem, was wir sehen. Und ich meine, es ist krank. Wenn wir uns angucken, die Videos, die rauskommen von irgendwelchen Leuten mit ihren Gesichtsschildern, ne, in der fucking Bahn, die da Leute anschreien, die ihre Maske runternehmen, weil sie einen Schokoriegel essen oder so. Ja, die sind fucking geistesgestört. Ja. Also, Psychose trifft es ganz gut, aber naja, die Huffington Post hat hier was dagegen, anders als bei der Massenhypnose von Trump. Gut, als nächstes Thema steht jetzt Schäbli auf dem Plan. Kaspar, bist du in den Startlöchern für Schäbli? Ich bin in den Startlöchern für Schäbli, jawohl, können wir loslegen. Ja, im Spiegel haben wir alle diese Woche erfahren, dass Roland Tichy 10.000 Euro Schmerzensgeld an Sausan Schäbli abdrücken muss. Ich lese mal ein bisschen aus dem Artikel vor. Das Landgericht Berlin hat entschieden, dass der Publizist Roland Tichy der SPD-Politikerin Sausan Schäbli ein Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro zahlen muss. Das teilten Schäblis Anwalt Christian Scherz und ein Gerichtssprecher am Dienstag übereinstimmend der deutschen Presseagentur mit.
In einer Kolumne in der Monatsschrift Tichys Einblick hatte ein Autor über Schäblis Kandidatur für den Bundestag geschrieben und dabei eine sexistische Formulierung benutzt. Der im September 2020 veröffentlichte Beitrag hatte wegen dieser Wortwahl bundesweit für Wirbel gesorgt. Mehrere Persönlichkeiten solidarisierten sich öffentlich mit Schäbli, die bis Dezember 2021 Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales in der Berliner Senatskanzlei war. Die damalige Staatsministerin für Digitales in der Bundesregierung, Dorothee Bär, CSU, kündigte aus Protest gegen Tichy ihre Mitgliedschaft in der Ludwig-Erhard-Stiftung. Wenig später, bla 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 bla. Konkreter wird es übrigens nicht. Also Sexismus war da irgendwie im Spiel, mehr erfahren wir nicht. Mhm. Und ja, wer hätte es gedacht, bei den anderen Drecksblättern, die unsere Republik zu bieten hat, ist das nicht anders gewesen. Wie zum Beispiel bei der Taz. Da heißt es, Grund dafür ist eine sexistische Formulierung in einer Kolumne, die im September 2020 in seinem Magazin veröffentlicht wurde, also in Tichys Magazin. Beim Stern heißt es, in einer Kolumne in der Monatsschrift Tichys Einblick hatte ein Autor über Schäblis Kandidatur für den Bundestag geschrieben und dabei eine sexistische Formulierung benutzt. Ich bin jetzt diese Artikel allesamt komplett durchgegangen. Ich lese euch jetzt nicht nur den Part vor, wo nicht erwähnt wird, was denn jetzt genau los war. Nein, nein, es steht dort nicht drin, in keinem dieser Artikel. Hm. Bei der FAZ heißt es, FAZ heißt es, nach frauenfeindlichen Äußerungen im Magazin Tichys Einblick hat Sausan Schäbli ein Schmerzensgeld erstritten. Und beim Tagesspiegel heißt es, in einer Kolumne in der Monatsschrift Tichys Einblick hatte ein Autor über Schäblis Kandidatur für den Bundestag geschrieben und dabei eine sexistische Formulierung benutzt. Ja, was war denn nun los? Was wurde denn da Traumatisierendes geschrieben? Bevor wir das auflösen, erstmal ein Tweet von Schäbli von damals zu der Causa. Schäbli schrieb damals, ein besonders erbärmliches, aber leider alltägliches Beispiel von Sexismus gegen Frauen in der Politik. Und Dorothee Bär, die damals aus Protest gegen Tichy ihre Mitgliedschaft in der Ludwig-Erhard-Stiftung kündigte, retweetete Schäblis Beitrag und ergänzte, das ist widerlicher Dreck. Wo steht denn so ein Müll? Was genau war jetzt los? Was hatte der Autor denn Traumatisierendes geschrieben? Wir erfahren es bei tagesschau.de von damals übrigens, ja? Kein aktueller Artikel, man muss dann gucken, was stand denn damals so in den Artikeln drin. Ich zitiere, in der gedruckten Ausgabe von Tichys Einblick heißt es in einem satirischen Text, also, dass dieser Text satirisch ist, erkennt sogar die Tagesschau an, ja? Also, in der gedruckten Ausgabe von Tichys Einblick heißt es in einem satirischen Text über die Berliner SPD-Politikerin Sausan Schäbli, die sich um eine Bundestagskandidatur bemüht, Zitat, was spricht für Sausan? Befreundete Journalistinnen haben bislang nur den G-Punkt als Pluspunkt feststellen können in der Spezialdemokratischen Partei der alten Männer. Es geht also darum, dass Frau Schäbli absolut nichts kann, außer halt eine Frau sein. Das ist ja wieder dasselbe Ding, das ist eine Neuauflage von der Quotenmigrantin bei dem Kellner, wo es ja auch die Klage gab, die sie damals dann verloren hat. Auf jeden Fall, ich habe in zweiter Instanz verloren. Am Ende hatte Schäbli da die Arschkarte. Also Schäbli scheint es sehr aufzuregen, wenn man ihr vorwirft, dass sie, was der Fall ist, nur aufgrund von ihrem Geschlecht und ihrer Herkunft in der Politik Fuß fassen konnte. Ja. Woher kommt noch dieser Verdacht? Hm. Gut, dass du dich gerade schon meldest, Charlotte, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viele Nächte könntest du nicht schlafen, wenn dir jemand sagt, dass du außer Frau sein keinerlei Fähigkeiten hast? Null. Also das Ding ist, wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt, ja, und vor allem in so eine Führungsposition, in eine politische Rolle, du musst damit rechnen, dass die Leute irgendwelche Sachen über dich erzählen, die dir nicht gefallen. Also das ist so infantil. Also das ist auch so, diese typische Frau möchte irgendwie ganz oben sein, aber sie möchte nicht das, also sie möchte das, was Männer früher hatten, Führungspositionen, aber sie möchte nichts, also sie möchte nicht mit den negativen Konsequenzen rechnen. Ja, also alles soll irgendwie schön sein, alles soll, ich weiß nicht, gemacht sein. Und der Vorwurf, dass du dein Amt aufgrund von Identitätspolitik bekommen hast, wegen deinem Geschlecht, deiner Herkunft und so weiter, der ist ja nicht mal ein so persönlicher, wie wir das ständig sehen, aus Medienkreisen, von den Grünen, den Linken, der SPD und so weiter, mit den sexuell frustrierten alten Männern und so weiter. Da wird ja ständig irgendwie über, keine Ahnung, sexuelle Vorlieben etc. Ja, spekuliert eben. Und das ist komplett salonfähig. Ja, das meine ich, ne? Also das, was Männer eigentlich die ganze Zeit durchmachen, die Sachen, womit Männer leben, das, wenn Frauen das geschieht, dann wird das immer ganz anders bewertet und dann ist es viel, viel schlimmer.
Aber diese Leute besitzen keine Selbstreflexion. Und das ist einfach auch das Entscheidende. Ich denke, die wissen halt einfach, wie das Spiel gespielt wird. Richtig, also, richtig. Meinst du, ja? Ich glaube, ja. Die meinen wirklich schon, was sie da sagen. Ja, ich denke, das wird auch irgendwann so eine Mischform. So, du merkst, etwas funktioniert und dann geht das irgendwann bei dir in Fleisch und Blut über. So wie das Kind, das merkt, ich kriege immer einen Lolli, wenn ich weine. Das wird dann häufiger weinen und vielleicht fühlt es sich dann auch wirklich nach Weinen. Aber es ist halt ein ankonditioniertes Verhalten. So könnte es auch so ein Zwischenfall sein. Erfolg gibt dir doch recht. Der Erfolg gibt dir doch recht. Also wegen so einer Scheiße, die tweetet, überlegt euch mal, die ganze Scheiße ist darauf zurückzuführen, dass sie damals getweetet hat mit den Worten ein besonders erbärmliches, aber leider alltägliches. Das passiert jeden Tag. Beispiel von Sexismus gegen Frauen in der Politik. Das hat sie getweetet mit einem Foto von dem Artikel. Und daraufhin tritt dann eine von der CSU, also vergegenwärtigt euch mal, was hier eigentlich abgeht. Von der CSU droht dann, oder ich glaube, sie hat so damals getweetet, dass sie jetzt tatsächlich ihre Kündigung rausgeschickt hätte, ne, die Dorothee Bär an, bei der Ludwig-Erhard-Stiftung auszusteigen, oder steigt er tatsächlich aus? Problem, warum hat sie das gemacht? Weil Tichy damals, ich glaube, Vorsitzender, der war irgendeine hohe Position, hat er eingenommen innerhalb der Ludwig-Erhard-Stiftung. Er hat übrigens daraufhin sein Amt ruhen lassen. Ne, und das alles ist zurückgeschickt. Diese ganze Scheiße ist zurückzuführen auf einen dämlichen Tweet von Schäbi. Das System funktioniert doch. Übrigens, ich habe heute mal gegoogelt, bevor wir hier live gegangen sind. Wie war das eigentlich mit diesen umstrittenen Geschäften von ihrem Ehemann und mit den komischen Nichten? Ich habe einen Treffer gefunden, Tagesspiegel. Vorwürfe gegen Angehörige von Sozan Schäbi. Schäblis Mann arbeitete für Berlins Vivantes-Kliniken, als dort Nichten der SPD-Frau tätig wurden. Letztlich mussten sie wegen 100.000 Euro gehen. Und wie es sich so darstellt, sind dort 100.000 Euro von Patientenkonten irgendwie verschwunden. Das klingt nach einem handfesten, übelsten Skandal. Das klingt für mich, ich habe keine Ahnung, mehr steht da überhaupt nicht drin. Also so viel entgegen kommt uns an der Tagesspiegel nicht, dass dann da ausführlich mehr geschildert wird. Warte mal, was heißt das denn jetzt genau? Was ich mir da jetzt zusammenreime ist, dass sich die Nichten von Frau Schäbli dort offensichtlich um kranke Leute, alte nehme ich jetzt mal, Leute gekümmert haben, im Sinne von, ich kann Einkäufe für sie erledigen, so in dieser Art. Dafür brauche ich natürlich ihre Bankkarte. Ja, und dann hebt man sich da an. Was soll das heißen? Es ging um 100, ich zitiere aus dem Tagesspiegel, es ging um 100.000 Euro, die von Patientenkonten stammten, die Nichten wurden entlassen. Was genau ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Was Besseres als das, was ich gerade geschildert habe, kann ich mir nicht zusammenreimen. Da berichtet der Tagesspiegel drüber, ansonsten niemand. Ich konnte dazu nichts finden, nichts. Und jetzt googelt mal mit diesem Scheiß von dieser Woche, mit den 10.000 Euro, die ich jetzt abdrücken musste. Da haben sie alle drüber geschrieben. Wegen so einem Scheiß, Alter. Ich muss das nochmal zitieren, Freunde. Was spricht für Sausand? Befreundete Journalistinnen haben bislang nur den G-Punkt als Pluspunkt feststellen können in der Spezialdemokratischen Partei der alten Männer. Das erzeugt mehr Traffic bei den Medien, als dass die Nichten von ihr 100.000 Euro von Patientenkonten verschwinden lassen. Oder dass sie Juma gegründet hat, ne? Nein, nicht nur das, da wollte ich gerade auch noch drauf eingehen. Gut, dass du es ansprichst, Stomo. Die war damals im Interview bei, wie heißt denn dieser unausstehliche Typ? Jung und naiv hier irgendwas naiv, Thilo wie heißt denn? Nee, Jung, ja, genau, Thilo Jung, genau. Da war sie im Interview und ich habe das damals geguckt, das Interview in Gänze, weil ich daraus ein Video oder aus Teilen davon ein Video gemacht habe, auf dem Kanal Idiotenwatch zu finden, das Sausan Schäbi-Video. Und da fragt er sie, hier für Engagement und ich habe vergessen, wie dieses scheiß Amt da heißt, für Dingsbums, ne? Ihr kennt den Witz wahrscheinlich alle. Was heißt das denn, oder was machst du denn da so? Ja, zum Beispiel habe ich den Verein Jumma gegründet. Das steht für jung, muslimisch, aktiv und erzählt dann, was dieser Verein macht. Und im Grunde genommen war es das. Also diese Frau hat die letzten, ich weiß nicht, wie lange sie dieses Amt da bekleidet hat, die letzten 8 Jahre oder so, die hat im Grunde genommen nichts gemacht, außer 1, 2 Vereine gegründet, beziehungsweise irgendwelche Leute bei der Gründung dieser Vereine begleitet. Ansonsten, sag mir mal bitte, was sie gemacht hat. Juma noch dazu ist ein Islamistenverein. Ne? Das sind Leute im Dunstkreis der Muslimbruderschaft. Das sind Antisemiten und so weiter. Ne? Da gab es sonst was für Skandale. Da gibt es auch einen Tagesspiegelartikel drüber. Der heißt, hat Berlins SPD ein Antisemitismusproblem aus dem Jahr 2017? Also, was sie da gemacht hat, ist jetzt auch nicht also auch solches. Stell dir mal vor, irgendein CDU-Politiker hätte eine Stiftung gegründet oder irgendein Jugendnetzwerk und dann stellt sich heraus, die Hälfte der Leute, die da arbeiten, sind Antisemiten und die liegen im Bett mit Combat 18 oder so. Ne? Ja. Der wäre weg vom Fenster sofort. Ich habe heute dein Video gesehen von gestern, glaube ich, ne? Mhm. Gestern, vorgestern? Ja, vorgestern. Da habe ich mir reingezogen und
Das konntest du nicht wissen, ja? Wir reden ja nicht vorher, bevor du ein Video machst, irgendwie darüber. Aber da fand ich das total schade, weil du zum Beispiel, du redest über Camus. Wie heißt der? Ahmad Camus? Ich weiß den Vornamen nicht mehr. Abdul Camus. Es gibt ein Foto, das ist auf meinem Video, ist das, in meinem Video ist das zu sehen zu Soundshady. Es gibt ein Foto von ihr, wo Abdul Camus nicht eine Predigt hält, aber einen Vortrag hält und Schäbli sitzt in der ersten Reihe. Die ist erkennbar auf diesem Foto, in der ersten Reihe sitzt, also quasi ein Ehrengast, ja. Wer sitzt normalerweise in der ersten Reihe? Ja, all so eine Skandelchen. Alles kein Problem. Abdul Camus, muss man auch mal zusagen, das ist ein Typ aus hardcore-salafistischen Kreisen, der zum Beispiel, also es gibt so Reden von dem, wo er über Frauenrechte und so redet. Und das sieht schon ziemlich, ja, keine Ahnung, Taliban-mäßig aus, was er sich da wünscht für eine Gesellschaft. Und der hatte Kontakt und war der Lehrer von Dennis Kuspert, später bekannt oder besser bekannt als Deso Dog, wahrscheinlich dem bekanntesten IS-Kämpfer aus Deutschland. Ne? Der hat mit dem öffentliche Auftritte gemacht und er war sein Islamlehrer. Ja, Schlomo, du sagst es jetzt so, als wenn ich schockiert sein müsste. Alles Zufälle. Das sind alles Zufälle. Ja, wir haben hier kein, in dem Fall tatsächlich irgendwie systematisches oder systemisches Problem. Also alles einfach nur reine Zufälle. Und ich will ganz kurz auf den Live-Chat noch eingehen. Ist eigentlich schon ein paar Minuten her. Aber wir haben einen Delay. Ich mach das aber jetzt ganz kurz. Ja, für diesen Scheiß muss Tichy jetzt 10.000 Euro abdrücken. Das wurde hier gefragt im Live-Chat. Und mindestens einer hat denselben Fehler gemacht wie ein Versuchskaninchen, was ich diese Woche hatte. Diesem Versuchskaninchen habe ich einen Artikel vorgelesen und mich am Ende dann über diesen Artikel unterhalten. Und bei diesem Versuchskaninchen ist, genau wie im Live-Chat hier, bei ein, zwei Personen der Eindruck aufgekommen, Tichy hätte diesen Artikel geschrieben. Den, für den er jetzt 10.000 Euro zahlen muss. Ja, und da weiß ich jetzt genau, ist das tatsächlich Zufall oder sitzen die Journalisten dann tatsächlich da und versuchen, das möglichst so zu formulieren, dass nicht ganz klar ist, um wen es da eigentlich geht. Es geht um einen Autor, Stefan irgendwas heißt der. Ja, wieso muss Tichy zahlen? Weil Tichy Herausgeber von Tichys Einblick ist, wo dieser Artikel erschienen ist. Aber Tichy selber hat diesen Artikel nicht mehr geschrieben. Einmal kurz den Tweet noch von Tichy Sturm. Denn Tichy hat nach eigener Aussage noch nie so viele Menschen erreicht wie die letzten Tage. Also der hat wenigstens richtig Traffic generiert. Irgendjemand hat gerade darauf verwiesen, dass das Publicity für ihn war. Und ja, das war's. Das war's. Jetzt kann man nur hoffen, dass er in Einspruch einlegt oder in Revision geht und in der nächsten Instanz dann freigesprochen wird. Das wäre richtig Premium-Shit. Dann hat er die Publicity umsonst bekommen und kann dann anschließend darüber Artikel raushauen, dass er jetzt doch nicht zahlen muss. Es wäre wunderschön. Da drücke ich ihm die Daumen. Und Schäbli, unser G-Punkt der Nation, hätte nochmal dasselbe Paket bekommen wie damals mit Dingens. Wie heißt er? Ja, Tim Kellner. Da war ja auch zweite Instanz, dann verloren. Rate doch mal, wenn ihr es noch nicht wisst, wenn ich einen Nachbarn habe und der Nachbar ist transsexuell, ich kannte ihn vorher noch mit seinem alten Namen, jetzt nennt er sich irgendwie Lisa oder so, oder ich glaube Sophie Vivian war es. Und ich bestehe darauf, weiter den alten Namen zu verwenden, ich spreche ihn immer mit dem alten Namen an. Wenn ich das auf Teufel komm raus durchziehe, wie viel Geld muss ich dann zahlen? 5.000. Die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanege. Nummer 1. Und schnallt euch lieber an, es wird hier langsam endgültig zum Freiluftzirkus. 250.000 Euro Ordnungsgeld drohen. Nachbar darf Transfrau nicht mehr mit altem Vornamen ansprechen. Also ich würde in der Situation ehrlich gesagt nur noch so anreden wie oder können wir mal gucken zum Spaß. Oder so nehmen. Ich meine, klar, kannst du auch für verknackt werden, aber nicht so, dass du dein fucking Haus verkaufen musst. Recklinghausen, das Amtsgericht Recklinghausen hat einem Transvestiten Recht gegeben, der gegen seinen Ex-Nachbarn geklagt hatte, der ihn nicht mit seinem neuen weiblichen Vornamen Sophie Vivian ansprechen wollte. Wieder mal ein schöner Fall von betrifft euch doch nicht, euch zwingt doch keiner, ja, bis man uns dann zu etwas zwingt. Mit dieser Klientel, mit den momentanen Linken, wird es immer darauf hinauslaufen, egal, was für einen Irrsinn sie gerade wollen. Am Ende zwingen sie dich mitzumachen. Das ist halt die Art von Tier, die sie sind. Das ist tief in ihrer DNA. Sie können gar nicht anders. Sollte er wieder seinen alten Vornamen Rüdiger verwenden, drohe ihm ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder Ordnungshaft, berichtete die Rheinische Post. Der Kläger äußert sich zufrieden über das Urteil. Mir fiel im Gericht ein Stein vom Herzen. Ich habe mich vor der Verhandlung schon gefragt, wie modern Justitia in ihren Entscheidungen ist. Und da haben wir mal wieder das typische Zukunft gleich Linksradikal-Framing. Ja, das ist einfach modern, wenn man dir deine gesamte Existenz entreißt, weil du Rüdiger weiter Rüdiger nennst, obwohl er jetzt Röcke trägt. Zuvor seien zwei außergerichtliche Schlichtungstermine geschehen.
gescheitert, da der Nachbar diesen ferngeblieben sei. Der Ex-Nachbar, ne? Wenn ich das hier richtig verstehe. Dem fucking Ex-Nachbar war es zu dämlich, sich von irgendwelchen Witzfiguren im Auftrag von Papa Clownsnasenstaat na 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 sagen zu lassen. Also hat dieses Idioten-Vollidioten vor Gericht gezerrt, damit das ihn mit der Beendigung seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht. Das hier ist übrigens der gute Rüdiger. Ja, ich mache keinen Witz. Das hier ist nicht irgendein exzentrischer Ozzy Osbourne-Fan, sondern, wie Oliver Kahn sagen würde, können wir mal gucken zum Spaß, formerly known as Rüdiger, was man nun gefälligst als Sophie zu bezeichnen hat, wenn einem alles, was man besitzt, lieb ist. Daher habe er den Weg vor Gericht gewählt. Es kann ja nicht sein, dass man beleidigt wird, weil man die falsche Haarfarbe hat, weil man Ausländer ist oder weil man sich entschieden hat, als Frau zu leben. Ich glaube, über Beleidigungen hat das Gericht nichts gesagt. Können wir mal gucken zum Spaß. Kann er dich weiterhin nennen, ohne so eine geistesgestört drakonische Strafe zu befürchten zu haben? Und genau das würde ich mir auch nahelegen, begründete der 60-Jährige seinen Schritt. Ich widme diesen Sieg allen Menschen, die sich dazu entschieden haben, in dem für sie als richtig empfundenen Geschlecht leben zu wollen. Sein Rechtsanwalt sprach von einem großen Sieg für die geschlechtliche Selbstbestimmung. Wenn du andere zwingen kannst, dich mit deinem Fantasienamen anzusprechen, dann ist das ein Sieg für die geschlechtliche Selbstbestimmung. Es geht hier immer noch nur um Selbstbestimmung. Was wollt ihr denn? Hier wird in niemandes Freiheit eingegriffen. Hier wird noch mehr Freiheit geschaffen, wenn man dir deine Existenzgrundlage wegnimmt. Es sei denn, du benutzt die Anrede, die das erhabene Wesen von dir hören will. Sein Rechtsanwalt sprach jedenfalls von einem großen Sieg für die geschlechtliche Selbstbestimmung und einer schallenden Ohrfeige der Justiz für jede Art der Diskriminierung in diesem Bereich. Sophie ist nun einmal Sophie und nicht Rüdiger. Ja, willkommen in 2022. Füttere den Gucken zum Spaß um dich herum gefälligst ihre Wahnvorstellungen. Spiel mit, ansonsten nehmen wir dir nämlich dein Haus weg. Oder wenn du keins hast, dann sorgen wir dafür, dass du dir nie eins leisten können wirst. Obwohl, wenn du unter 30 bist, dann tun wir das ja sowieso. Denn das Eigenheim ist in der grünen neuen Welt ja eh ein Auslaufmodell. Ja, herzlich willkommen, dystopische Kleinkinderdiktatur. Nummer 2. Und der Grund, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aus dem auch ich diese Woche mich dem Druck endlich gebeugt habe, denn es wurde einfach zu viel. 700 Schafe und Ziegen werben als riesige Spritze für Impfung. Mehrere Tage übte eine Schäferin in Niedersachsen mit 700 Schafen und Ziegen für diese Aktion. Nun bildeten die Tiere eine rund 100 Meter große Spritze, um für Corona-Impfungen zu werben. Mit rund 700 Schafen und Ziegen haben Schäfer im niedersächsischen Schneewerdingen eine rund 100 Meter große Spritze dargestellt, um für Corona-Impfungen zu werben. Ich habe überlegt, welchen Beitrag ich zur Bekämpfung der Pandemie leisten kann, sagte der Organisator der Aktion im Heidekreis, Hans-Peter Etzold. Das Ganze sei Werbung für die Impfung gegen das Coronavirus und richte sich an die noch Unentschlossenen. Also die trotz Drohung von gesetzlichem Zwang und dem Ausschluss aus quasi dem gesamten öffentlichen Leben immer noch Unentschlossenen. Das ist schon eine ziemlich hohe Schwelle, die ihre Unentschlossenheit da hat. Und ob 700 Schafe und Ziegen das beheben werden, wir werden sehen. Schafe sind so sympathische Tiere, vielleicht können sie die Botschaft so besser rüberbringen, sagte Etzold. Schäferin Wiebke Schmidt-Kochern hatte die Aktion vorbereitet und mit ihren Tieren mehrere Tage dafür geübt. Besonders schwer sei die Aktion für sie und die Tiere allerdings nicht gewesen. Der Trick dabei, sie verteilte vorher Brotstücke in Form der Spritze auf dem Boden. Als die Tiere dann auf die Wiese gelassen wurden, stürzten sie sich sofort auf das Fressen und standen somit perfekt für das Motiv. Lass mich das mal kurz verstehen. Ihr habt 700 Schafe und Ziegen, Herdentiere, welche die Situation und die Botschaft natürlich nicht im geringsten verstehen können, mittels Brotstückchen in Spritzenanordnung gelockt. Und ihr seht nicht, wie das als Analogie eher der anderen Seite in die Karten spielen könnte? Während buchstäblich gerade Menschen mittels Leckerchen animiert werden, sich Bratwursten zu lassen? Ich meine, das könnte ohne Scheiß fast eine Kunstaktion der Gegner sein. Und Nummer 3, Antisemitismus. Wegen Al-Quds-Tag, Berliner Polizei zieht Vielfaltskalender zurück. Ich bin untröstlich. Berlin. Die Berliner Polizei hat angekündigt, ihren Kalender der Vielfalt 2022 zu überarbeiten. Zuvor war Kritik laut geworden, weil er auch den israelfeindlichen Al-Quds-Tag enthielt. Das war ein Fehler, der nicht hätte passieren dürfen, sagte Polizeisprecher Thilo Kablitz am Montag der Berliner Zeitung. In dem Kalender seien neben wichtigen Gedenk- und Feiertagen auch einsatzrelevante Tage verzeichnet. Zu diesen gehöre auch der Al-Quds-Tag. Ja, aber warum will man sich überhaupt jetzt so rausreden? Gehören diese Menschen etwa nicht zu Deutschland? Ist ihr Beitrag zu uns etwa nicht eine Bereicherung? Nicht vielfältig. Zu diesem gehöre auch der Al-Quds-Tag. Künftig würden die beiden Kategorien in zwei getrennten Kalendern geführt. Jetzt braucht die Polizei zwei Kalender. Einmal den Buntheitskalender, wo einfach alles, was toll und vielfältig und nicht deutsch ist, aufgelistet ist, und dann den Einsatzkalender. Auf der behördeninternen Termintafel hatte die Berliner Polizei den vom iranischen Revolutionsführer Ayatollah Ruhollah Khomeini ausgerufenen Tag in einer Reihe mit Weihnachten, dem jüdischen Neujahrsfest oder dem hinduistischen Lichterfest aufgelistet. Lustig finde ich übrigens auch noch, was an dem Tag direkt vor dem Al-Quds-Tag in dem Vielfaltskalender stand. 28.
28. Holocaust-Gedenktag Yom HaShoah, 29. Al-Quds-Tag. Junge, entscheidet euch mal. Der Punkt vom Al-Quds-Tag ist die Forderung, dass Israels Existenz, die empfunden wird als eine Besatzer-Existenz über Palästina, beendet wird. Und parolentechnisch werden da, wie man sich denken kann, regelmäßig Sachen skandiert, die noch etwas über die Beendigung von Israel als Land hinausgehen. Alleine die Herausgabe eines Kalenders der Vielfalt durch die Polizei ist eine schwer erträgliche Instrumentalisierung der Polizeibehörde für eine dubiose Vielfaltsideologie, kritisierte der Berliner AfD-Abgeordnete Carsten Wohldeit. Es sei vollkommen indiskutabel, Hassveranstaltungen wie den Al-Quds-Tag positiv hervorzuheben. Tja, so viel damit dann zu dieswöchigen Clown World 3 und jetzt weiter im Text. Okay, dann kommen wir jetzt zu Safer Sex für Trans Bodies, einer Broschüre der Human Rights Campaign Foundation. Die HRC Foundation hat nach eigenen Angaben Partner in über 80 Ländern. Ich weiß gar nicht, Schlummo, ist das zu schnell? Du musst da durchskippen, ne? Ach so, irgendwie drei Quellen oder so. Das nächste. Er hat bereits über 10 Millionen Schüler indoktriniert und über 600.000 Kunden bedient. Und in dieser neuen Broschüre erfahren wir auf Seite 5 interessante Sachen. Ein Dick, also ein Schwanz, ist ein äußeres Geschlechtsmerkmal, kommt in allen Formen und Größen vor und kann gehören zu Personen, egal welchen Geschlechts. Also in anderen Worten, transphob, wer keine Schwänze lutscht, die an einer Frau dranhängen. Habt ja, ihr ist das so ein okay Ding schon mal gesehen? Bitte? Habt ihr so ein Ding schon mal gesehen von Frau zu Mann? Nein. Neopenis, eine Neovagina. Oh, ich hab eine Frau gesehen, oder jetzt Mann, die war ausgezogen bis auf seine Unterhose. Und die müssen da ja Haut entnehmen, glaube ich, vom Oberschenkel. Und diese Narbe, das sah so schlimm aus. Also furchtbar. Ja, und das Ding sieht aus wie halt irgendwie so ein angenähtes Wiener Würstchen oder so. Ne? Also es sieht wirklich nicht schön aus. Ja, und also, ich spreche es jetzt mal an. Ich glaube nicht, dass wir hier unseren Kanal riskieren oder so, aber der funktioniert ja auch nicht von alleine. Da ist ja irgendwie eine Pumpe eingebaut und dann darf ich da erstmal pumpen von außen, bevor es losgeht. Also geil ist anders. Ja. Eine Vagina, das ist für dich wahrscheinlich interessant, Charlotte, ist das Wort, welches benutzt wird, bitte? Ja, unbedingt, ja. Ja. Ist das Wort, welches benutzt wird, um über die Genitalien einer Transfrau zu sprechen, die bereits eine Geschlechtsumwandlung hinter sich hat. Okay, wie also glaubst normale du, Frauen besitzen keine, oder? Ja. Nee, nicht so richtig. Also, da sind wir schon nicht bei der Frage. Was glaubst du denn, wie das heißt, was du hast, Charlotte? Ich weiß nicht. Es ist ein Vorderloch. Ein was? Ein Vorderloch, ja. Das Wort Fronthole wird benutzt, wenn es um innere Geschlechtsmerkmale geht. So abwertend. Manchmal wird dazu auch Vagina gesagt. Steht da so drin, ja? Ja, es ist genauso wie über Frauen nur noch in Form von Flinter gesprochen wird. Also. Ja. Ein Frontloch kann sich selbst feucht machen, abhängig genau, von Alter und Hormonen. Genau. Also ein Vorderloch, ich hoffe, dass es so korrekt übersetzt ist, übrigens abhängig vom Alter und vom Geschlecht der Eigentümerin, dazu fähig, auf natürlichem Wege feucht zu werden. In anderen Worten, ein Vorderloch ist das, was einst eine Vagina oder eine Muschi war. Und eine Vagina ist das Geschlechtsteil einer Transfrau. Haben die überhaupt haben wir eine alle Ahnung, gelernt? Wie, weiß ich nicht, das weibliche Geschlechtsteil aussieht? Das ist nicht nur ein Loch. Also was soll denn das? Also, keine ja. Ahnung. Haben die überhaupt Ahnung von dem? Jetzt aber wenn hier die mal so nicht diskriminieren, wären, ne? Ja? Wenn die so happy wären mit ihrer Entscheidung da. Woher käme dann diese Bitterkeit, die man da rausliest? Das ist ja fast Zorn oder so richtige Verachtung. Ne? Woher kommt das dann, wenn das alles so super ist? Wenn das die beste Entscheidung in ihrem Leben war? Ist das nur der Hass der Gesellschaft oder ist das so ein bisschen selbst die Erkenntnis, dass das jetzt vielleicht nicht das Wahre war, was man da gemacht hat? Ja, oder die Erkenntnis, dass man nie eine hundertprozentig biologische Frau sein wird, weil dir ja einfach dafür ein X-Chromosom fehlt. Ja, und beziehungsweise ein Y-Chromosom ist ein bisschen zu viel, ja. Ich bin dafür, dass es der Hass in der Gesellschaft ist. Der Hass wird nicht weniger, sondern mehr. Natürlich. Dieser Verein da, das ist was? Human Rights Campaign Foundation? Genau, die Human Rights Campaign Foundation. Ich weiß nicht, was das für ein Laden ist. Also der wirkt hochseriös und nach allen Angaben, ne, 10 Millionen Schüler in irgendeiner Form bearbeitet, 600.000 Kunden in über 80 Ländern aktiv. Also das ist irgendein großer, gemeinnütziger Verein. Ah ja. Wahrscheinlich würde man dann auch da von der amerikanischen Regierung finanziert. Ich spekuliere jetzt, ne? Aber das ist ja das Muster, das man allgemein beobachtet. Wahrscheinlich wird das noch von Steuergeldern gepusht und so.
Ich weiß gar nicht warum. Aus irgendeinem Grund gehe ich davon aus, dass die gar nicht aus Amerika sind, sondern aus England. Aber das könnte Blödsinn sein. Oh, dann auf jeden Fall. Wenn sie aus England sind, dann werden sie auf jeden Fall von Steuergeld finanziert. Ja, ja, also du, mich würde es wundern, wenn sie aus dem Westen kommen, wenn es da irgendein Land gäbe, in dem sie nicht auch steuerfinanziert wären. Bei uns wären sie das, auf jeden Fall. Ja, wenn du Osteuropa rausnimmst aus dem Westen, klar. Ja, 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 klar. Ja. Ja, sehr interessant. Da haben wir was gelernt von unseren Freunden der Human Rights Campaign Foundation. Dann kommen wir zu Hotschnitt, würde ich sagen. Und da geht es um eine sehr interessante Aussage von der CDU-Frau Christina Schröder. Damit viel Spaß. Christina Schröder ist eine ehemalige deutsche Politikerin der CDU, für die sie von 2002 bis 2017 als Abgeordnete im Deutschen Bundestag saß. Dabei diente sie vom 30. November 2009 bis zum 17. Dezember 2013 als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Kolumnistin für die Tageszeitung Welt ist sie auch noch. Und sie war diejenige, die damals am 30. Juni 2011 als amtierende Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein Kind zur Welt brachte. Vergleich das mal mit den Bundesministerinnen für zum Beispiel Integration, die wir heute haben, die nicht etwa das predigen, was auf ihrem Namensschild steht, sondern das Gegenteil, wie zuletzt gesehen in der Honigwabe. Ich erinnere da an Frau Al-Abadi Radovan, hieß sie, glaube ich, die Integrationsministerin, die sich nicht schämt, vor die Kameras zu treten und zu verkünden, dass sie sich jetzt fortan für Desintegration einsetzen wird. Sie hat dabei andere Worte gewählt, aber im Grunde war das die Botschaft. Für eine Überwachung der Partei Die Linke durch den Verfassungsschutz hat sie sich 2008 auch stark gemacht und im Wahlkampf zur Landtagswahl in Hessen 2008 behauptete sie, das steht so bei Wikipedia, dass es eine Zunahme deutschenfeindlicher Gewalt von Ausländern gäbe und berief sich dabei gegenüber dem Politmagazin Panorama auf Erfahrungswerte von Polizisten, Staatsanwälten und Richtern und die Forschungsergebnisse des Kriminologen Christian Pfeiffer. Keine gute Wahl, der Mann, aber wenn selbst der herausgefunden haben will, dass es hier und da vielleicht ein paar Problemchen gibt, dann untermauert das letztendlich jedes Argument. Aber ich höre jetzt auf, denn es soll hier nicht um den Wikipedia-Artikel gehen. Am 30.12., ich habe davon erst diese Woche erfahren, hat die Frau Christina Schröder der Ulrike Timm von Deutschlandfunk Kultur ein Interview gegeben. Und so ungefähr bei der Hälfte der Laufzeit haut die da eine Wahrheitsbombe raus, Freunde. Die Detonation, die hat man bis nach Pyongyang, da haben die Häuser gewackelt. Viel Spaß. Gedankeninput, das könnte die Union ja brauchen. Also auch dem eingefleischtesten CDU-Anhänger fällt es derzeit nicht ganz leicht zu beschreiben, wofür die Partei eigentlich steht. Und nach dem Ausstieg aus der Politik, da haben sie mit Mitstreitern, also ich nenne noch mal den Psychologen Ahmut Mazur und FDP-Urgestein Hermann Otto Solms, haben sie einen Think Tank begründet, Republik 21, einen Think Tank für konservativ-liberales Denken. Frau Schröder, hat die Partei schon mal angeklopft und wollte tanken? Ja, die finden das ziemlich gut. Weil das inzwischen eigentlich auch jedem in der CDU klar ist, dass wir programmatisch einen Mangel haben, dass wir programmatisch in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich keine eigenständigen Positionen mehr entwickelt haben. Oft haben wir es so gemacht, und wir haben quasi das, was eh diskutiert wurde, stark von linken Positionen geprägt, haben wir übernommen, haben 10% abgezogen und das war dann unsere CDU-Position. Dass das niemanden überzeugt hat und vom Hocker gerissen hat, ist doch klar. Das haben wir spätestens in der letzten Bundestagswahl gemerkt. Merkel hat alles absorbiert, den Laden zusammengehalten und über die inhaltliche Lehre hinweggetäuscht? Naja, Merkel hatte mit der Methode ja durchaus Erfolge im Sinne, dass man noch Wahlen gewonnen hat. Allerdings auch dann meistens eben mit relativ schlechten Ergebnissen, sodass man dann auch in einer ewigen großen Koalition gefangen war, weil es für andere Mehrheiten, zum Beispiel schwarz-gelbe Mehrheiten, nicht mehr gereicht hat. Ich glaube schon, dass die Partei es auch unter Merkel verlernt hat, Spaß an der weltanschaulichen Auseinandersetzung zu haben. Und das ist nun mal das, was mich bei Politik besonders reizt. Und deswegen versuche ich über diesen Think Tank eigenständige liberal-konservative Position zu formulieren. Wir wollen die Debatte nicht dominieren, aber wir wollen wieder intellektuell satisfaktionsfähig sein. Das wäre ja schon mal was.
zu diesem neuen Think Tank, den sie gegründet hat. Ich wäre eher skeptisch. Wir haben gerade im Live-Chat schon gelesen, dass Shutty ein Video darüber gemacht hat. Das habe ich auch gesehen, konnte das meiste nachvollziehen. Also wir werden sehen, was daraus wird. Das ist ja dasselbe Ding, wo auch der Mansur drin ist und Bruder auch? Oder? Ja, Bruder wurde jetzt nicht erwähnt. In dem Video, was wir gerade gehört haben, wird noch ein anderer Name erwähnt. Ich habe ihn mittlerweile vergessen. Ja. Na, wir werden sehen. Was sie da gesagt hat, ist ja eigentlich exakt das, was wir schon mal auf dem Plakat gedruckt hatten. Ne? Und zwar, ja, aber langsamer. Ja. Viel klarer kannst du es ja nicht machen. Wir haben 10% abgezogen. Ja, aber langsamer. Ja. Ne? Und das war jetzt auch kein irgendwie unglücklich ausgedrückter Versprechen. Nein, die meint das genau so, wie sie es gesagt hat. Ich meine, es entspricht ja auch objektiv der Wahrheit. Der Knackpunkt wird dann werden, ob diese Leute irgendwann sich offen zeigen werden für Kooperation mit der AfD, weil ansonsten müssten sie ja irgendwie, keine Ahnung, erstmal die komplette CDU übernehmen und ich denke auch, das ist relativ unrealistisch, aber sagen wir, sie schaffen das, dann müssten sie ja die absolute Mehrheit stellen oder irgendwas, denn eine CDU, die tatsächlich wieder konservativ ist, mit der würde niemand außer die AfD kooperieren. Sorry, ich war gerade im Live-Chat, den letzten Satz bitte nochmal, Schlomo. Eine CDU, die tatsächlich wieder gegenpusht, ernsthaft gegenpusht, ja, gegen den Kurs der Migration, der Geschlechteraufweichung, des radikalen Feminismus, Quoten etc., mit der würde niemand kooperieren, außer die AfD. Ja, richtig, klar. Mhm.